Wir bewegen uns am äußersten Norden Europas. Hammerfest, die nördlichste Stadt der Welt, wurde zwischen 5 und 6 Uhr früh angelaufen. Am Nordkap werden die Häfen Havøysund, Honningsvåg, Kjøllefjord, Mehamn und Berlevåg angelaufen, bevor es am nächsten Tag nach Kirkenes geht, der letzte Ort an der nordgehenden Route. Wir passieren die Stelle, wo jedes Frühjahr rund 3800 Rentiere mit Landungsfahrzeugen der Armee über den Sund zu den Sommerweiden gebracht werden. Auf dem Rückweg im Herbst schwimmen die Tiere die 1800 Meter breite Stelle selbst. Ein Schauspiel, welches mehrfach in Natursendungen gezeigt wurde. Also, mein Name ist Peter Zumbrum. Ich komme aus einem kleinen Ort in der Nähe von Bern in der Schweiz und kann gestehen, dass ich jetzt zum 8. Mal auf dieser Reise bin. Also das ist, hat uns das erste Mal, wie man weiß, sind wir ja keine Seefahrernation, und das erste Mal haben wir die halbe Reise gemacht, das heißt Bergen-Kirkenes. Wir hatten das Glück, praktisch nur schönes Wetter zu haben, und da waren wir, seit daher waren wir angefressen, wie man bei uns sagt. So. Und dann haben wir das immer wieder in Abständen von 2-3 Jahren haben wir uns das geleistet. Hier im Norden zählt die Volksgruppe der Samen 70.000 Menschen. Der größte Teil davon lebt und arbeitet wie die meisten Norweger auch. Nur 10% der Samen leben von der Rentierzucht. Ihnen gehören 148.000 Rentiere, davon 103.000 in der Finnmark, wie dieser Abschnitt im Norden heißt. Die samische Sprache ist der norwegischen gleichgestellt. Mehrere Kommunen tragen samische Namen.